Ja, liebe Freunde vom Mauritiushof, ich befinde mich heute in meiner Ordination in Ollern. Wir sind jetzt gerade in einer Zeit, die bekannt dafür ist, dass die Menschen müde werden, die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit bekommen. Jetzt sind die frischen Kräuter für unsere Kräutersuppen oder ähnliches leider noch nicht gewachsen. Draußen regnet es gerade in Strömen. Es ist gerade der Übergang zwischen Schnee und dem Frühling. Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, etwas für seinen Körper zu tun, zu tonisieren, zu kräftigen, neue Vitalstoffe zuzuführen. Und da darf ich Ihnen Brennnesselsamen wärmstens ans Herz legen. Diese Brennnesselsamen werden schon seit alters her als Aphrodisiakum, als Liebesmittel verwendet, weil sie voll sind mit Phytohormonen, also pflanzlichen Hormonstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, eben das Kostbarste aus der Brennnessel. Und früher haben auch die Pferdehändler Brennnesselsamen verwendet, damit die Haare der Pferde satt glänzend würden. Also bei mir nützt es nichts mehr, bei Ihnen vielleicht noch. Auf jeden Fall nehmen Sie zweimal täglich einen Teelöffel voll der Brennnesselsamen, streuen Sie es über die Suppe als Suppengewürz oder zum Beispiel über Topfenbrote, Butterbrote oder einfach als Salatkräutchen. Schmeckt sehr gut, nicht aufdringlich und Sie fühlen sich am nächsten Tag schon kräftiger und stärker. In diesem Sinne, liebe Grüße vom Mauritiushof und ich freue mich schon auf den Heilkräuterlehrgang, der in etwa 6 bis 8 Wochen bei uns am Mauritiushof beginnen wird. Dazu darf ich Sie auch sehr, sehr herzlich einladen. Liebe Grüße!